Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Vivi und wir haben gestern ein Update gehabt, welches ich gestern nicht anmoderieren konnte, weil das erstens ein bisschen zu lange gedauert hat. Also, weil ich arbeiten musste in der Spät, das hat einfach nicht funktioniert. Das Größte ist wohl, dass es nun quasi ein Championship-Ränge gibt. Champion-Season-Pass, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und dazu müssen wir einmal hier auf diesen Zeitplan schauen. Und hier gibt es die Zeiten, wann das hier ist. Und dann gibt es hier die Championship-Ränge. Und dann hast du hier die Auswahl, nicht die Auswahl, sondern du hast die Möglichkeit, diese ganzen wunderbaren Schleifen zu ergattern. Das geht bis hier. 250 Punkte brauchst du dafür. Es hört sich jetzt vielleicht erstmal viel an. Hier läuft der Timer. Es geht noch über einen Monat. Und wenn du hier drauf gehst, dann wird dir das auch einmal erklärt. Willkommen zu den Championship-Rängen. Nimm an Meisterschaften teil, um Siegespunkte zu verdienen. Bemühe dich um die besten Plätze, um mehr Punkte zu verdienen und Jorvik Champion zu werden. Auf dem Weg dorthin verdienst du dir verschiedenfarbige Rangschleifen. Die Championship-Ränge gibt es nur für eine begrenzte Zeit. Danach muss sich das Komitee auf den Start der nächsten Season vorbereiten. Das heißt, es wird immer wechseln, ne? Das läuft ja hier oben ab, dann wird es wieder neue geben. Die Positionen stehen hier, das heißt, welchen Platz du machst, also so Platz 1 bis 4, kriegst du 5 Punkte für, 5 bis 8, 4 und so weiter. Das ist schon ganz gut gelöst, das heißt, je nachdem, du wirst eigentlich nie leer ausgehen, außer du wirst disqualifiziert. Das kann ja hin und wieder mal vorkommen, wenn man irgendwie blöd durch so ein Hindernis reitet oder es verpasst oder wie auch immer. Was hier nicht beisteht, ist, was aber in den News steht auf der Seite, ist, dass du ja, Gegenstände sammeln kannst, Animationen, also mehr Animationen bekommst mit jedem Meilenstein und auch Belohnungen bekommst. So, davon ist jetzt noch nichts zu sehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die ersten zwei Schleifen bereits, aber genau, du kriegst hier, kannst sogar sehen, was du dafür bekommst. Vielleicht kommt das erst noch mit dem nächsten oder übernächsten Update rein. Und ich schätze mal, dass du, wenn du bis dahin, je nachdem wie viele Schleifen du hast, die Sachen nachträglich bekommst. Davon gehe ich aus. Wenn es nicht so wäre, wäre es ärgerlich, aber nun gut. Es ist ja noch ganz, ganz frisch. Eine Kurzmenü-Taste gibt es da ja nicht. Das musst du wirklich immer am Zeitplan dir anschauen. Wir können auch das mal gerne am fertigen Modell sehen. Mein Pferd hat gerade ein bisschen Epilepsie. I'm so sorry. Hier ist es. Sind schicke Schleifen, muss man so sagen. Ne? Backt ein bisschen rein. Gerade bei den alten Pferden habe ich es gestern gesehen. Bei der lieben Ray. Aber an sich hübsch. Ne? Kann man mal machen. Und was kam noch rein? Da gehen wir jetzt mal hin. Ne? Ich empfehle übrigens, natürlich könnt ihr mit jedem Pferd an einem Championat teilnehmen, das ist ja gar kein Problem, aber ab Level 13 haben die einfach ihr Max-Level. Ich trainiere meine Pferde momentan einfach bis Level 12 und nehme dann für die Championate alles ab Level 13. Du kriegst dafür ja auch nochmal was und musst dann nicht die fertigen Pferde nehmen, die, für die du halt einfach keine XP mehr bekommst. Ne? Die gehen dann nicht mehr weiter, also so mache ich das. Kann natürlich jeder handhaben, wie er möchte. Aber ich mache das und ich fahre auch damit ganz gut, auch wenn er Level 13 ist. Ich habe jetzt schon, war jetzt schon oft unter den ersten Vieren. Das hat sehr gut geklappt und ja, wollte euch das nun einmal als Anregung dalassen. Es gab ein paar neue Fellvarianten, die schauen wir uns an. Und zwar das eine Schmuckstückchen steht schon hier. Das ist der neue Appaloosa. Könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob euch der gefällt oder eher nicht so. Ich finde, zurzeit machen die farbtechnisch mit den Farben alles richtig. Ich finde, die machen sehr, sehr viele schöne Farben rein und auch sehr, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, sehr authentisch. Allerdings finde ich, bei der Farbe sieht es einfach wieder zu sehr gemalt aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Hier, das ist zum Beispiel so ein bisschen verwaschener. Das sieht dann halt aus, als wäre das Fell so ein bisschen weniger, ne? Als wäre das so die Farbe so ein bisschen verlaufen und so. Finde ich persönlich ein bisschen authentischer als das hier jetzt. Das ist mir zu clean. Wisst ihr, was ich meine?
Oh mein Gott, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten machen die zurzeit farbtechnisch alles richtig. Das sehen wir halt auch an den Saddlebreds. Ich meine, guckt euch das mal an, diese Verläufe, die Schein, die, diesen Schein auf dem Fell. Wie sagt man das denn? Ihr wisst schon, was ich meine. Das Licht, die Farbverläufe, alles Mögliche. Ich finde das so, so schön. Wirklich, wirklich schick. Machen die ganz, ganz toll. Und hier haben wir diese Fellvariante neu dazu bekommen. Also ein ganz stinknormaler Fuchs, aber der auch echt schön aussieht, nicht so langweilig. Hier zwei Abzeichen. Guck, wie spitze Hufe die haben. Das ist mir noch nie aufgefallen, ne? Und auch hier das im Gesicht mit dem Übergang. Das ist dieser schöne Übergang hier. Das ist was ganz anderes als jetzt hier bei dem Appaloosa, den wir gerade eben gesehen haben. Das ist einfach nur so einfach abgetrennt, einfach nur so plopp draufgesetzt und das war's. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Das hier ist ein ganz tolles Modell. Genauso wie der. Ja, hier auch. Guckt euch bitte das an. Hier hinten der Popo ein bisschen heller, hier das ein bisschen heller, hier oben ein bisschen dunkler. Von oben können wir uns die leider nicht anschauen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Schatten und Übergänge und Licht, das spielt alles eine große Rolle, finde ich. Da machen die momentan alles richtig. Der andere Appaloosa, wie gesagt, der gefällt mir jetzt nicht so gut. Und dann gibt es neue Western-Looks. Die gibt es aber zurzeit, soweit ich weiß, nur, wenn du sie kaufst. Also wenn du Starcoins kaufst oder was auch immer. Ich glaube, bei Star Rider auch. Dann bekommst du, also Star Rider allerdings ist nur einmalig, dann bekommst du dieses Set. Ich gehe davon aus, dass das Set so kaufbar wird ab nächster Woche. Und ja, dass die einfach sagen wollten, ey, wer das Set schon vorab haben will, der muss das bitte mit Starcoins machen. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Update fandet und vor allem eure Meinung zu diesen Championaträngen. Macht euch das Spaß, sowieso Championate zu reiten? Das ist ein cooler Bonus für euch oder eher nicht so? Würde mich sehr interessieren. Ich finde es ganz nice. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was es da so für Belohnungen gibt. Da werde ich euch vielleicht dann auch nochmal Videos dann zu drehen oder die immer mal wieder nebenbei ja, abfilmen. Und ich habe überlegt, vielleicht machen wir auch einfach eine eigene Reihe dazu. Championat Season Pass. Und ja, mal gucken, wie das so wird. Das mache ich dann aber auch erst, wenn es ausgereift ist und damit es sich das auch lohnt. Genau. Ihr Lieben, das war's schon von diesem Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo, einen Kommentar da. Oder wir sehen uns auch gerne auf Twitch und live und in der nächsten Folge und überhaupt. Bis dahin. Ciao, ciao.